Willkommen zurück hier bei Let's Play Uncharted The Lost Legacy. Ich dachte mir gerade einfach mal, dass ich mich vielleicht mal, wie soll ich das gerade formulieren, dass ich mich vielleicht mal informiere, wie das Ganze hier überhaupt funktioniert. Und ja, ich habe herausgefunden, dass man diese Dinger hier, nein, falscher Knopf, dass man die bewegen kann. Ich bin so ein Genie. Ja, das mehr funktioniert da jetzt nicht. Auf jeden Fall, gut, wir probieren das jetzt einfach mal, das mit diesen Dingern zusammenzusetzen. Ich weiß nicht, wie geht das? Ist das möglich? Es sieht irgendwie nicht so aus, als wäre es möglich, aber wir probieren es einfach mal. Nein, falsches Ding. Nee, vielleicht ein höher? Ja, das hat schon mal funktioniert. Ein Wunder ist geschehen. Vielleicht. Das sieht schon besser aus. Dann schieben wir das mal wieder zusammen und geben das hier mal wieder ab. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich gerade tue, auch nur irgendwie richtig ist. Nee, falsches Ding. Falscher Knopf. Nee, das ist noch etwas ungünstig. So. Nein, das war schon gar nicht so schlecht. Jetzt sollten wir hier den kleinsten Teil einfügen können. Oder? Ja. Gut. Dann drehen wir das jetzt mal in diese Richtung. Fügen das mal ein. Geben es. Nein. Nein. Nee, andere Richtung. So. Hier wieder ab. Drehen jetzt hier nochmal um. Falscher Knopf. Fügen das Ding jetzt hier ein. Oder auch nicht. So. Und, nein, falscher Knopf. Drehen das jetzt und fügen das jetzt hier ein. Danke fürs Warten. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Aha. Okay, das hat schon mal funktioniert. Was ist das? Interessant. Eine Art Häusserler-Andenken. Es ist keins unserer drei Symbole. Könnte aber zu Hause nützlich zum Handeln sein. Ja, nehmen wir mit. Andenkenjäger. Alles klar. Jetzt waren wir da drin. Denkst du, wir brauchen das? Brauchen? Wahrscheinlich nicht. Wollen auf jeden Fall. Genau, ich meine, es ist umsonst, also nehmen wir es mit. So, mehr gibt's hier anscheinend nicht. Moment, was ist das? Okay, auch nicht mehr als sonst. Wahrscheinlich ist da der Wasserfall. Dort hinten geht's allerdings noch irgendwo hin. Hm. Okay. Wo waren wir? Jedenfalls. Was wollte ich sagen? Sinnvoll. Minimiert einige Risiken. Wie gut, dass du auf meiner Seite bist. Ja, das stimmt. Es Moment mal. Sieh mal, einer von Asafs Lastern. Hier draußen sieht alles sauber aus. Hm. Das Kreismotiv.
wie die Scheibe. Das ist definitiv die richtige Stelle. Okay. Wir machen das Ding natürlich mal auf. Das war jetzt einfacher als gedacht. Ah ne, eine Desert brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da geht's, glaube ich, aber irgendwo rein. Das schauen wir uns mal an. Danke. Ich habe gerade übrigens auch keinen Plan, wo wir genau sind. Ja, wir sind anscheinend ganz im Norden. Gut. Und wir sprachen gerade worüber? Du hast über Asaf geredet. Ah ja, es wundert mich, dass Asaf das nicht auch so sieht. Vielleicht weiß sein Experte mehr als wir. Stimmt. Ein Grund mehr, die Sache schnell zu beenden. Da waren wir also noch nicht ganz fertig. Das war wohl eher ein Ausgang mit Ablenkungsmanöver. Wir fahren nochmal zurück und gehen nach oben. Was ist das? Nur einen Moment. Ich kann warten. Da kommen wir doch von hier aus nicht hoch, oder? Und was ist das da? Nee. Aha, jetzt sind wir also wieder hier. Perfekt, gut, dann fahren wir auch mal nach oben. Das sollte ja eins unserer Symbole sein, oder? Kommt sie mit? Ja, oh mein Gott. Was ist geschehen? Hey, schau. Shivas Axt. Shiva. War der Gott der Zerstörung, stimmt's? Ja, aber wahrscheinlich nicht so, wie du denkst. Keine wörtliche Zerstörung? Genau, aber auf eine positive Art, wie den Stolz, schlechte Gewohnheiten abzulegen, alte Anhängsel loszuwerden. Genau. Ja, das gleiche, was sie hier quasi versucht. Okay, die Tür könnten wir also wieder einreißen. Und das da wird dann wahrscheinlich unser Ausgang. Wir fahren mal kurz einen Meter zurück. So. Damit sollte es klappen. Sie könnte eigentlich schon beim Auto bleiben und kurz warten. Macht sie, glaube ich, auch. Wir müssen hier lang. Könnte sie dann? Nö, sie will's nicht machen. Alles muss man hier selber machen. Okay. Na gucken, ob die Statue nachgibt. Lass uns reingehen. Was war das denn für ein Gebäude? Schwer zu sagen. Eine Festung? Sieht nicht wie ein Tempel aus. Es sieht aber ziemlich cool aus, wenn man mich fragt. Salah gegen den Tiger. Klingt nicht nach einem fairen Kampf. Salah hat gewonnen. Er hat seinen Guru beschützt und das Tier mit einem Schlag getötet. Wenn die Häuser Salah etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Okay. Also das Ganze hat hier schon irgendwie echt krass Tomb Raider Stimmung. Nein. Bist du okay, Fraser? Ja, alles gut. Komm runter. Zum Tauchen. Okay.
Das ist ja schon mal interessant. Ich denke mal, wir sollen hier runtertauchen. Hier kommt Licht her, deshalb tauchen wir einfach mal hier lang. Hier ist alles irgendwie ein bisschen unter Wasser. Als ob sie hier jetzt diese Dinger findet. Hier ist ihre Kletterausrüstung. Die werden uns noch nützlich sein. Ja, danke. Ich korrigiere. Unsere Kletterausrüstung. Möchte sie das nicht wieder mitnehmen? Ach, sie hat's mitgenommen. Oh Gott, das geht ganz schön aufs Handgelenk. Ja. Das sah aber irgendwie so aus, als hätte sie es da stecken lassen. Wo sind wir hier? So geht's auch. Ich glaube, ich habe davon Stimmen gehört. In unserem Job ist kein Platz für Luft. Es gibt hier bestimmt jemanden, den Stiefel zu holen. Ich bin aber. Moment. Hey, ich hab's! Ja, so geht's auch. Oh oh, keine Deckung, keine Deckung. Dich habe ich ja umgebracht. Fraser! Oh oh, danke für deine nicht vorhandene Hilfe. Sollen wir jetzt einfach mal den kompletten Weg runter, also durchtauchen? Kommen wir hier irgendwie hoch? Oh oh. Hey, die sind hier. Oh oh. Oh oh. Ich bin nirgendwo rüber gerannt. Wenn, dann bin ich irgendwo rüber getaucht. Du siehst mich nicht, genau, das passt schon. Boah, ich bin mal gespannt, was Nadine die ganze Zeit macht, während wir hier auf Tauch-Action machen. Naja, sie ist auf jeden Fall in der Nähe. Okay, der ist auch down. Das Gewehr gefällt mir schon mal ganz gut. Gibt's das Gewehr nicht auch in Counter-Strike? P90. Okay, so heißt das Ding also. Finde ich gut. Ich glaube, in Splinter Cell gab es so ein ähnliches Gewehr auch mal. Jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wohin nun? Nach hier oben oder so, oder? Könntest du bitte nach oben gehen? Okay, interessant. Das sollte funktionieren, genau. Oh oh. Okay, wir gehen erstmal hier rauf. Oh
Ja, das sieht schon mal lustig aus. Teufel ist das? Finden wir früh genug raus. Die Statue bewegt sich. Sehen wir mal, wie das funktioniert. Ich glaub's ja nicht. Wie mir. Oh Mist. Die Statue bewegt sich wieder. Oh oh. Ich bezweifle, dass ich hier hin sollte. Au. Oh. Eine Axt verdroschen zu werden, tut etwas weh. Willst du es mal versuchen? Gerade nicht, danke. Ich verstehe noch nicht so ganz, was mir das sagen soll. Scheiße. Aua. Aber das hätte eventuell schon mal funktioniert, oder? Wenn wir ein bisschen schneller gewesen wären mit meinen Controller-Skills, dauert das jetzt noch ein bisschen, aber theoretisch, oder wir könnten halt auch... Nee, das wird nicht gehen. Spring doch, ach Gott. Ich glaube, das hast du letztes Mal schon gemacht. Du hast wohl recht. Na, muss halt schneller sein oder halt nochmal warten. Spring. Razor, du wiederholst dich ein wenig. Gewohnheitstier. Ich sehe aber auch gerade einfach keinen anderen Weg. Oh. Kann es sein, dass... Bin ich doch schon. Okay, eventuell habe ich es ein bisschen verstanden. Okay. Ich glaube, das war's. Komm hier rüber. Ich komme. Nimmt die jetzt den gleichen Weg? Ich weiß es nicht. Naja. Naja, da ist schon mal der Turm. Nochmal. Drei Statuen. Jetzt mit zwei verschiedenen Symbolen. Ein Stern und Ringe. Das sind alles Häusler Sonnensymbole. Aber deine Beschreibung finde ich besser. Okay, wir müssen also einfach nur... Ups. An den einzelnen Statuen, so gut es nur geht, vorbeikommen. Oh. Okay. Bei dem hat man also sogar drei Versuche, wenn ich das richtig gesehen habe. Der ist schon getriggert. Oh, der hätte uns da... Ja, das habe ich gemerkt.
Es ist so ein Trash, wir kriegen das aber schon noch irgendwie hin. Gut, ich würde sagen, wir setzen an der Stelle aber einen Cut. Über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen. Bis dahin.